Servus, grüß euch, da sind wir wieder. Woche 41. Freut mich natürlich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Und die Woche habe ich was ein bisschen Spezielleres wieder mal da für euch. Also nichts Spezielles, aber die Woche ist recht kurz gewesen, weil zwecks Uni und dem Ganzen, dann ist da mal was, dann ist da mal was. Habe ich von Montag bis Donnerstag tatsächlich nichts gefilmt. Da habe ich mir gedacht, fuck, die Woche wieder ein kurz. Aber dann habe ich natürlich einen meisterhaften Zug gemacht. Aber das werdet ihr dann schon noch sehen und das habt ihr wahrscheinlich im Titel auch schon gelesen. Aber wir fangen an mit Freitag. Da habe ich mir einen wunderbaren MagSafe-Hülle zugelegt und auch dieses MagSafe-Wallet, was ich richtig geil finde. Und das zeige ich euch eben da im Unboxing und sage euch, was man da so ein wenig machen kann damit. Und dann, das kommt dann auch gleich am Freitag, Kochen mit Ambiente wieder mal. Da macht gehört eigentlich wieder mal her. Ist ein wenig vom Format her ein wenig anders gefilmt, aber sonst ist wieder die altbekannte Geschichte. Guacamole gibt es, ist jetzt nichts Aufwendiges, aber nachdem wir da in Malle so eine geile Guacamole gegessen haben, die es wahrscheinlich alle gesehen hat, wer das nicht gesehen hat, Malle Vlog Week 2, also weiß ich nicht, Woche irgendwas. Auf jeden Fall sehenswert, aber jetzt einmal viel Spaß mit den guten Unboxing von der Apple-Hülle, die was ich jetzt natürlich gerade am Handy um habe, und dem Apple-Wallet und dann noch mit Kochen mit Ambiente Guacamole. Let's go! Servus, grüß euch, da sind wir wieder, Woche 41 und ich melde mich jetzt das erste Mal am Freitag. Und zwar folgendermaßen, es ist natürlich jetzt Unisaison dann angefangen. Ich bin am Montag habe ich Uni gehabt, Dienstag Uni gehabt, Mittwoch habe ich dann Dienst gehabt, Donnerstag wieder Uni und dann waren wir gestern, bin ich unten geblieben und war mit Sam und so am Mainzer-Festl, war jetzt eher Medium. Und jetzt ist heute Freitag, erster Tag, wie ich richtig daheim bin. Es gibt ein, zwei Produkte, die neu dazugekommen sind. Die Uhr sollte offiziell, kommt heute raus, aber ist wahrscheinlich relativ ausverkauft überall. Jetzt bin ich gespannt, ob sie die vielleicht heute schon wegschicken oder erst die nächsten Tage einmal. Wird schon interessant, ich hoffe, dass das Unboxing nur die Woche kommt, da wird vermutlich nächste Woche erst kommen, wann überhaupt. Hoffentlich ein MagSafe-Lademagneten oder wie das heißt, habe ich mir bestellt auf irgendeinem Shop. Das dauert jetzt auch schon relativ lang, der konnte eventuell heute noch kommen, sonst ist das auch was für nächste Woche. Aber sonst haben wir auch noch drei neue Produkte und ich glaube, dass wir sie die jetzt dann gleich mal schnell anschauen. So, und zwar haben wir da zwei neue Produkte für mein Telefon. Einmal das iPhone Leather Wallet mit MagSafe-Funktion und die iPhone 12 Mini Clear Case mit MagSafe-Funktion. Folgende Geschichte dazu. Wie gesagt, ich habe mir diesen MagSafe-Ladepuck bestellt und mit meiner alten Hülle hat das nicht so einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich mir da irgendeine so MagSafe-fähige Hülle kaufen müssen, die eben diesen Magnetring da drinnen hat. Im Nachhinein hätte ich mir, ich finde die durchsichtig eigentlich am geilsten. Im Nachhinein war eventuell die Leder nicht so schlecht gewesen, weil die unterstützt dann auch das Wo ist vom Wallet, was ich aber jetzt nicht so wichtig finde. Und dann habe ich die gehabt und hat mir die Hülle richtig taugt. Also für alle, die überlegen, sind zwar teuer die Originalhüllen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also vom Feeling her und allem, sind sie es auf jeden Fall wert. Also sie fühlt sich so viel geiler an wie die andere und ich finde es richtig geil. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt MagSafe wird mir Lanagang ziemlich geil. Aber jetzt vor allem auf der Uni, ich brauche über diverse Karten jetzt und habe das Handy einfach immer gesteckt. Das Geldtasche habe ich zwar meistens mit, aber vielleicht Führerschein, Studentenausweis und Busticket sind geschickt woanders zu mitnehmen. Und darum habe ich mir dann gedacht, jetzt habe ich die Hülle mit dem Magneten, da war dieses MagSafe Wallet ganz geil dazu. Und das werden wir uns jetzt da schnell anschauen, wie das miteinander da wirkt. Und da haben wir jetzt die folgenden zwei Produkte und die machen wir jetzt schnell auf. Als erstes mal das. Das macht man einfach da so auf. Und dann ist das da so wunderschön herinnen. Wie man es von Apple kennt, recht eine schlichte Verpackung. Und das ist jetzt eben da so ein richtig Premium-Leder. Das greift richtig geil an. Da ist eben da das Apple-Logo gestickt am Rand. Das ist schön vernarrt. Hat gepaintete Ecken. Von hinten schaut das so aus. Und das System grundsätzlich ist, man tut das runter und dann schiebt man da einfach so die Karten so raus. Und dann sagt man zum Beispiel, ja, der Führerschein oder Studienkarten und so. Und dann, wenn man es dann nicht mehr braucht, dann nimmt man es einfach wieder und klatscht es hinten dann aufs iPhone drauf. Kann ich euch jetzt gerade nicht so gut sagen, weil das Handy filmt ja gerade. Und das geht natürlich direkt aufs iPhone 12 so einfach drauf, weil das hat diesen Magnetring inkludiert. Und dann gibt es aber da noch die Hüllen dazu, weil ohne Hülle ist man nur ein riskant. Und die schaut dann folgendermaßen aus. Und kommt dann so daher. Und das ist einfach so eine durchsichtige Hülle. Ist wie ein wenig hart Kunststoff, aber hat ein wenig so eine Gummiartigkeit dazu. Und da ist eben da dieser Magnet drin einlassen. Und dann tut man das halt quasi da dann so drauf. Und das hält dann da ziemlich gut. So ist relativ schwarz am Arbeitsziehen.
Und es hält wirklich gut. Also für alle, die was da gesagt haben, ja, das kann schwierig sein mit Einstecken und Runterfallen. Erstens mal beim 12 Mini, wie es ich habe, ist richtig geil, weil es eben bis zu die Kanten geht. Das heißt, wenn du das zum Beispiel einsteckst, hast du die Hand direkt drauf. Das heißt, du hast nicht einen Zwischenabstand wie beim Kreissen. Und ich denke mir, wie behindert steckt eigentlich wer sein Handy ein? Weil du nimmst das eh so und dann schiebst du das so rein und dann kann es eigentlich nirgends hängen bleiben. Und wenn du es halt brauchst, tust du das quasi seitlich abschieben, tust deine Karten raus, tust das wieder rein und magnetisierst das da wieder drauf. Und das finde ich einfach richtig praktisch, richtig einfach easy gemacht, aber gut gemacht. Und ja, das ist jetzt mein eigenes Setup da. Was halt dann geil wird, ist, wenn du dann zum Beispiel heimkommst, tust das Wallet runter, schmeißt das weg. Liegt aber durch das Wallet eigentlich, muss ich auch sagen, eigentlich nur geil in der Hand, weil es da hinten dann ist ein bisschen dicker ist, da schön unten, es liegt richtig gut in der Hand. Schmeißt das Wallet runter, nimmst du das Handy ganz mal so und dann hast du dann am Nachttisch Kastel oder so in MagSafe liegen und wenn du das laden willst, legst du es dann einfach hin und magnetisiert es an. Dann sage ich euch aber danach, sobald er einmal da ist. Und ein weiteres Ding, was ich mir da besorgt habe, das hat auf Amazon 6 € gekostet. Da tut man eben den Uhrenstecker hinten rein. Das ist also da hinten einfach so reingefaut. Und das hält dann da relativ gut. Also auch, das ist mit so einer Klebefunktion. Und das Geile ist, du kannst da dann einfach die Uhr da so reinhauen. Ist dann einfach nochmal an so. Und dann kommt's. Und dann ist das ja halt das Weg eigentlich in der Nacht relativ geil. Und ja. Das wird dann, glaube ich, vor allem bei der Neichen wird das dann richtig geil, wenn man es da laden kann. Man lohnt es richtig schön am Nachttisch quasi und hat aber eine Funktion auch dabei. Und dann tut man es einfach so, aber das halt, tut man es einfach so drauf und dann funktioniert das recht gut. So, und dann das erste Mal mit der MS zum Neichen Spar, schauen wir mal. So, und weil es so fesch war heute beim Spar bei der MS, jetzt fahren wir wieder zum Spar, aber da mit Anhang, da müssen wir zuerst ein wenig Platz schaffen. Das ist ein Campingstuhl. Aufgestellt mit der Bank. Scheibenwischer. Super. Ey, der, warum, der, den kann man ändern, wenn es regnet, dass er nicht nass wird. Krass ist das geworden. Und jetzt fahren wir da zum nächsten Spar. Kochen mit Ambiente. Für die perfekte Guacamole zuerst Avocados in der Mitte halbieren. Anschließend drehen und mit einem Messer durch das Anschlagen der Avocado und ein leichtes Drehen den Kern entfernen. Danach die Avocado mit einem großen Löffel aus der Schale schaufeln und aufs Brett legen, um es dort in kleine Stücke zu schneiden. Je nach Menge der gewünschten Guacamole diesen Schritt mit mehreren Avocados wiederholen. Anschließend alles in eine große Schüssel geben. Danach eine Limette rollen, um den Saft rauszulösen, zerschneiden und über die Avocados drücken, damit sie nicht braun werden. Darum auch alles wieder gut verrühren, damit jede Avocado mit der Säure bedeckt ist. Wichtig auch, zwischendurch immer ein Bierchen trinken, damit man keinen Durst kriegt. Prost! Danach einen großen Zwiebel halbieren und in kleine Würfel schneiden. Am besten eignet sich dafür rote Zwiebel, da diese einen angenehmeren Geschmack hat. Schneide den Zwiebel so fein wie möglich, damit er gut zur homogenen Masse der Avocados passt. Anschließend eine große Tomate nehmen, halbieren, den Strunk rausschneiden und mit einem Löffel ausholen, damit die wasserige Innenseite nicht in die Guacamole kommt. Tomate klein schneiden und ebenfalls der Guacamole beigeben. Je nach Bedarf eine oder mehrere Tomaten verwenden. Anschließend die Guacamole kräftig mit Salz und Pfeffer würzen, bis sie eurem Geschmack entspricht. Und nun mit Nachos servieren. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Genau. Wie wir sie dann wahrscheinlich länger kann, ist am Samstag, nachdem wir der Guacamole und so gekocht haben,
gekocht haben vor allem. War dann nicht mehr da, war dann auch noch irgendwas los, dafür war Samstag in der Früh eher weniger los und dann eben Samstag auf Nacht habe ich gearbeitet, darum kommt am Samstag auch gar nichts. Und am Sonntag habe ich dann den MagSafe-Stecker gekriegt, also ich habe ihn am Samstag gekriegt, aber am Sonntag habe ich ihn dann geunboxed. Ist eben dieser MagSafe-Lade-Ding, jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich ihn schon ein wenig geneuchtelt jetzt. Richtig geiles Ding und ja, dem sage ich euch dann am Sonntag. Servus, grüß euch, da sind wir wieder, es ist jetzt schon Sonntag. Wie man sieht, ist die Woche noch nicht recht viel passiert. Ich hätte stark darauf gehofft, dass in der Woche, wo ich trotzdem viel auf der Uni war und so und wenig Content zusammenbringe, dass die Uhr wenigstens kam hat. Und nicht nur wegen dem, sondern generell, weil ich hoffe, dass du endlich kam hat, dass es dann ein Unboxing gibt, der Review aber glanz und dann war das der Content für die Woche. Ist natürlich nicht passiert, also ich habe es noch nicht mehr weggeschickt. Ich hoffe, dass nächste Woche überhaupt kommt. Und ja, jetzt sage ich euch nur den MagSafe-Stecker, von dem ich schon geredet habe, weil der ist jetzt auch gekommen. Und dann schauen wir, ob sich heute noch irgendwas tut. Sonst wird das einfach eine kurze Woche. Und ja, kann man nichts machen. Es war die Woche nicht wirklich was los, außer dass wir da ein paar so Kleinigkeiten erworben haben. Und ja, so ist es. So, der MagSafe-Stecker kommt eben da in so einer für Apple typischen Verpackung. Minimalistisch, sehr schlank. Hinten ist nochmal beschrieben. Mit USB-C, 20 Watt Powerbrick. Und ja, so schaut das Gerät natürlich dann aus. Das macht man dann einfach auf und zieht es raus. Und dann schaut es folgendermaßen aus. Und zwar so. Das ist da vorne. Quasi so ein Dot, wie man sieht, da an der Handkreis. So groß ist das ungefähr. Und ja, das ist da so ein geiles Silikon, das greift sich richtig gut an. Hinten ist das einfach Aluminium. Das liegt dann zum Beispiel so am Tisch. Das steckst du dann beim 20 Watt Power Pricker. Habe ich zufällig an, weil der war beim iPad dabei. Und dann magnetisiert sich das halt da hinten beim Handy. In dem Fall habe ich ja das Handy. Das magnetisiert sich da genau da an. Und dann ist halt das so, wie zum Beispiel die Hüllen oder wie das Wallet. Das heißt, das Wallet und das kann man nicht miteinander benutzen, aber ist nicht schlimm. Jetzt zeige ich das jetzt einmal, wie man das anmagnetisiert. Wie man da jetzt erkennen kann, hängt jetzt da das Kabel von da oben, weil jetzt das da oben ist und das kann man dann seitlich ganz leicht mit einer Hand abschieben. Viele sagen, wow, ja, das hält so gut und das ist saumpraktisch. Ich finde es nicht so schlimm. Ich greife einfach so, wenn das Handy da jetzt so drauf liegt, greife ich so drauf am Handy und schiebe es einfach so seitlich ab und nehme das Handy so runter. Dann funktioniert das ganz gut. Und das dann jetzt einmal der Team, wo ich das dann verwenden werde. So, und so schaut das Setup dann aus. Das ist eben da so neben dem Bett. Und dann haben wir da schon das Gerät, was wir da kennen für die Uhr. Und dann liegt jetzt einfach da dieser MagSafe-Dotter daneben. Und es funktioniert mit MagSafe so richtig geil, mit hinten die Magneten, aber es funktioniert einfach so. Das heißt, wenn du eben sowas wie die AirPods Pro hast, die haben auch das kontaktlose Ladecase, legst einfach drauf und lädt. Und das ist da vor allem in der Nacht recht geschickt und da mit der Uhr daneben richtig geil Setup. Genau, und das war es tatsächlich schon wieder. Ich weiß, das ist relativ eine kurze Woche, aber ich muss sagen, es muss auch nicht über so lang sein. Es sind eben zwei, drei Unboxings eben drinnen und kochen mit Ambiente, also eigentlich eh. Alles, was man sich wünscht in so einem Video. Aber natürlich ist jetzt von der Woche, was war ein wenig los und so, ist relativ wenig drin. Aber das hat sich nicht wirklich ergeben. Ich muss auch schauen, wie es die Woche dann jetzt ist. Also ich filme das natürlich nächste Woche, weil sonst kann ich nicht drüber reden, was letzte Woche war. Muss man auch schauen, ich bin fast jeden Tag auf der Uni und dann da und am Wochenende noch arbeiten. Und da tut man dann relativ wenig. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Dabeisein. Wer mehr kochen mit Ambiente sehen will, schreibt es vielleicht unten in den Kommentaren und gebt ein Like. Weil grundsätzlich zahlt es mir wieder mal ein wenig mehr Kochen mit Ambiente zu produzieren. Dann ist natürlich war zum Abonnieren da unten auch was oder da oben zum Abonnieren. Da ist ein Video, was für dich empfohlen ist. Da ist ein ganz neues Video. Und dann sage ich Dankeschön fürs Dabeisein. Grüß euch, einen schönen Sonntag und einen schönen Gruß daheim.